Hallo lieber Minecraftler und herzlich willkommen hier zu einem neuen Backup-Plugin-Tutorial hier auf The Miners 007. Heute geht es um ein äußerst kleines, aber trotzdem sehr nützliches Admin-Tool-Plugin. Und zwar nennt sich dieses Plugin Slot Reserve. Dieses Slot Reserve, oder wie auch immer man das aussprechen möchte, ermöglicht euch sozusagen, eure Slots auf dem Server zu speichern. Wer nicht weiß, was Slots sind die totale Anzahl an Spielern, die euren Server gleichzeitig, also zur gleichen Zeit, joinen können. Die ist meistens begrenzt, aber bei manchen Anbietern, wo ihr einen Server mietet, mietet ihr die Slots, zum Beispiel bei Nitrado, bei anderen Anbietern wiederum den RAM und dann könnt ihr selbst die Slots einstellen. Mit Slot Reserve könnt ihr die Slots in zwei Gruppen splitten. Zum einen die reservierte Slotgruppe und zum einen die normale Slotgruppe. Angenommen, euer Server hat 20 Slots und die sind fast immer voll. Nun wollen aber immer drei Admins auf den Server. Und diese drei Admins bekommen dann einen reservierten Slot. Und sie können da sozusagen joinen, obwohl der Server eigentlich voll ist. Und benutzen dann die restlichen Slots, die immer für sie freigehalten werden. Eigentlich relativ nützlich, denn ihr müsst dafür dann keinen extra aus dem Spiel kicken. Und genau aus diesem Grunde laden wir uns das ganze Plugin jetzt einmal über den Download-Button hier herunter. Klicken auch hier nochmal auf Download, speichern die Datei und ziehen die wie immer in unseren Plugins-Ordner, ganz normal auf dem Server. Wenn dann der Server aufgegangen wäre. So, wir ziehen das hier in den Plugins-Ordner und die Plugins lösche ich mal ganz kurz. So, und dann liegt hier in unserem Plugins-Ordner Slot Reserve oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Dann starten wir einmal den Server über die Start Java 7 Bat. Die Config dieses Plugins ist relativ klein und irgendwo hier in der Konsole sollte dann auch stehen, dass das Plugin geladen wurde. Jetzt gehen wir in den Plugins-Ordner und da hat sich auch schon ein Konfigurationsordner von Slot Reserve gebildet. Darin finden wir eine Config JML, die öffnen wir mal mit Notepad++. Das ziehen wir jetzt hier rein. Und jetzt sind wir sozusagen in der Config, die hat nur drei Einstellungen und diese drei Einstellungen werden zusätzlich auf der Entwickler, also der Bucket Dev Page, nochmal hier erklärt. In der Config Slot Reserve, das ist die Anzahl der Slots, die reserviert sind. Angenommen, unser Server hat 100 Slots, in diesem Fall da aber nur 20, reservieren wir davon einfach mal 3 Slots. So, tragen wir hier einmal eine 3 an. Dann haben wir hier noch zwei Messages-Dateien. Diese Messages werden ausgegeben, wenn zum Beispiel alle nicht reservierten Slots von diesem Server voll sind. Das heißt also, wenn jemand joinen möchte, der Server aber voll ist, dann kommt diese Nachricht. Dieses UN4 hier vorne ist ein Farbcode und ihr könnt diese Nachricht natürlich gerne noch auf Deutsch ändern. Zum Beispiel die nicht reservierten Slots sind voll. Das wäre ein Beispiel. Schreibt das einfach um, beachtet, dass die Zeichen hier da bleiben. Eine weitere Message ist die Out of Reserved Slots Message. Das ist sozusagen genau das Gegenteil zu dieser Message. Das heißt, alle reservierten Slots sind voll, sprich die drei Admins sind da, ein vierter Admin könnte in dem Fall nicht joinen. Nun interessiert euch es noch vielleicht, wie ihr entscheiden könnt, wer dann nun einen reservierten und wer einen nicht reservierten Slot bekommt. Auch dafür gibt es hier eine Antwort. Jeder, der die Permission Slot.reserve hat, kann sozusagen einen der reservierten Slots, in dem Fall unsere beispielhaften drei Admins, benutzen. Habt ihr jetzt aber kein Group Manager Plugin, Permissions X Plugin, B Permissions Plugin oder was auch immer ihr am liebsten benutzt, macht euch keine Gedanken. Steht hier, die Leute, die Operator, also OP auf dem Server sind, können dann joinen und diese benutzen dann die reservierten Slots. Die könnt ihr dann, wie gesagt, hier in der OPS-Liste einstellen. Hier wäre in dem Fall dann die OPS-Liste. So, das war's auch schon, was dieses Plugin ermöglicht. Wir können jetzt ja nochmal, wenn ihr wollt, ganz kurz hier auf den Server gehen, Tutorial, Home Server. Aber für uns macht das gerade keinen Unterschied. Wir hätten jetzt sozusagen den reservierten Slot gejoint. Machen mal /PL. Und dann sehen wir, das Plugin wäre erfolgreich installiert geworden, aber können wir jetzt nicht überprüfen mit diesen verschiedenen Slots. Das funktioniert aber, ich habe das schon mal auf einem größeren Public-Server ausgetestet. Außerdem beinhaltet das gesamte Plugin nur einen Befehl. Den erreicht ihr, indem ihr einfach /seg/slots sozusagen eingebt und dann erhaltet ihr eine Information, wie viele normale Slots es gibt und wie viele reservierte Slots es gibt. So, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt, sage tschüss, bis zum nächsten Video von The Miners 007 und viel Spaß mit Slot Reserve.